Ja, meine lieben Freunde, das Sommer-Update für Planetside 2 ist draußen. Bis zum 31. August haben wir jetzt hier Wasserpistolen, Wasserbomben am Start und heute werden wir das ganze Zeug mal austesten. Und ihr fragt euch bestimmt, was ist das für ein Klopper, den ich hier in der Hand halte, in der Hand trage. Egal, das ist die Thumper. Die wurde jetzt mit dem Update neu hinzugefügt und Leute, ich muss euch erstmal was zeigen. Es ist einfach nur so geil, passt auf. Seht ihr das? Ich find's einfach scheiße. Es sieht einfach nur zu geil aus. Aber ich liebe... Ey, das ist jetzt schon meine Lieblingswaffe, obwohl ich noch nicht ein Kill damit gemacht habe. Das ist scheiße. So, brennen! Brennen! Genau, wir können uns auch selber zum Brennen bringen. Seht ihr hier? Au, 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 au! Ja, aber meine Rüstung, meine nano-verflochtene Rüstung hält das natürlich ab. Und das ist der eine Modus. Das heißt, wir können mit der Waffe Feinde zum Brennen bringen. Besonders lustig, wenn du so in eine Gruppe reinschießt, wo 10, 15 Feinde stehen. Die fangen dann alle an zu brennen. Wenn du Glück hast, ne, brennen ein paar so doll nieder, dass sie eben tot sind, weil sie schon zuvor nicht so viel Leben hatten. Und Problem ist hier bloß, der Flächenschaden, der Explosionsschaden beim Treffer wird um 66% reduziert. Und das ist schon eine hohe Nummer, ne? Alles klar. Jetzt machen wir die Disruptor-Munition. Und Leute, sieht nicht so cool aus. Ne? Da werdet ihr so ein bisschen so kurz getäuscht irgendwie, ne? Es ist wie so ein Energiedings, ne? Aber das Beste ist wirklich, jeder von euch kennt doch sicherlich Jurassic Park, den Film von 1993. Also nicht jeder von euch, aber viele. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt, wo die Kinder so im Auto liegen und der Tyrannosaurus Rex so angestampft kommt, so von der Ferne. Und die gucken auf ihr Glas Wasser, es ist voll das Glas, und dieses Wasser vibriert so, ne? Und man hört diese Stapfen von dem Dino, dieses Stampfen. So, und jetzt hört mal hin, passt mal auf, zack, ich drehe jetzt mal ganz laut hier und nun horch mal auf die Explosion. Leute, geil! So, okay, das dürfte reichen, ne? Zack, machen wir wieder auf 0,1, zack. Es klingt haargenau wie so ein Tyrannosaurus Rex oder irgend so ein Dinosaurier, der aus der Ferne angestampft kommt, ne? Eine Minute, 37 Sekunden später. Und wir haben natürlich auch die Wasserpistole hier. Die wohl tödlichste Wasserpistole, die es jemals gab. Sieht sehr, sehr nett aus eigentlich, diese Wasserpistole. Aber nein, Leute, ihr könnt damit Leute killen. Und zwar Feinde mit Rüstungen. Ja, eine sehr böse Wasserpistole. Okay. Wir müssen jetzt natürlich erst einmal hier reinkommen. Und das wird gleich das erste Problem. So. Ihr solltet eben wissen, die Thumper ist jetzt nicht so eine Waffe. Wenn ihr ein 1 gegen 1 Duell habt, gegen so ein Heavy mit Maschinengewehr, dann gewinnt ihr das nicht. Ist vollkommen klar. Ihr braucht wirklich eine schöne Deckung und müsst dann in Gruppen reinschießen. So, und da habe ich schon was flitzen gesehen. Au, 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 au. Es wird sicherlich ein paar Fails jetzt geben, ganz ehrlich, weil wie soll ich hier Kills groß machen, ne? Und oh, er brennt! Er brennt! Nein! Du hast ihn mir geklaut. Cool. Okay, der brennt auch gleich. Bam! Ich hab ihn! Vanguard destroyed! Okay. Wir machen ihn jetzt so fertig hier. Ja, Leute, ihr müsst euch noch gedulden. Ich habe noch nicht hier den perfekten Spot gefunden für die Thumper, ne? Wir müssen jetzt ein bisschen gucken, wo wir hier ein paar Feindesgruppen erwischen. Au! Siehste, da treffen wir gleich nicht den Panzer hier, weil wir wieder unter Druck sind. Der mit seiner blöden Basilisk. Okay, da okay. Wir müssen aufpassen, dass von oben keiner kommt. Ja, ihr könnt mal ja schreiben, wie bei euch das Wetter jetzt war. Also am Mittwoch jetzt. Ne? Also wir hatten nicht ganz 38 Grad, so 35, 36. Brenn! Oh mein Gott. Okay. Ja, wie gesagt, 1 gegen 1 Duell ist mit dieser Waffe kacke. Und das war ein 1 gegen 1 Duell. So, dann machen wir wieder hier hoch. Und hier hoch. So einfach, so, da war irgendwas. Au! Warum pflege ich so? Seht ihr, ich habe den Assist zumindest bekommen. Stirb! Ja!
ich habe einen Kill. Und Leute, der ist verbrannt, ne? Ich habe den nicht bekommen durch den Schuss an sich, sondern weil er gebrannt hat. Also das hat schon mal funktioniert. Habt ihr gesehen, ne? Der Spion, der ist uns, ja, schön verbrannt. So. Jetzt gucken wir mal wieder hier. Kollegen. Kollegen. Da unten war doch gerade was. Ja, brenn das mal. Brenn das mal. Kollege. Okay. Ja. Was ist denn das eigentlich für ein Kackkampf? Egal. Wir können auch mal mit unserer Pistole hier ein bisschen rumspielen, ne? Er bietet uns ja keine. Weil die ist ganz lustig. Mit der habe ich letztes Jahr auch einige Kills gemacht. Ich habe schon vorhin einer am Warpgate angeschrieben. Was ist das für eine geile Waffe? Also die hier, ne? Die Thumper. Ja, okay. Mit. Oh. Wow, 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 wow. Ich hab's überlebt. Ey. Danke dir. Sehr schön. Wir haben zwar erst einen Kill gemacht, aber trotzdem macht's irgendwie Spaß. Ja! Ey. Wunderschön. Und jetzt unsere Wasserpistole. Okay. Okay. Reloading. Wunderschön. Und das war, glaube ich, die Thumper. Und noch ein. Lol. Ja, wir haben ihn auch noch bekommen mit der Wasserpistole. Wie schön ist das denn? Jetzt kommen wir so langsam rein. Ihr seht schon, 6 von 10 Kills mit der Thumper. Ja. So, und jetzt, pass mal auf. Jetzt kommen die hier alle angeschissen, ne? Dort. Seht ihr. Ja. Jetzt bietet sich vielleicht sogar dieses andere Ding hier an. Ich habe jetzt extra mehrere tausend Sir-Punkte für euch ausgegeben. Ja, wir müssen noch ein bisschen höher ziehen. Au. Das Problem... Oh ja, jetzt haben wir was getroffen. Das Problem ist eben, wenn hier überall Sniper rumstehen, dann kannst du da nicht viel machen. Oh ja, wir haben wieder was getroffen. Wir müssen eben mehrere Schüsse irgendwie dort abgeben. Und nicht nur ein. Wir müssen vielleicht hinter dem Sanderer hier stehen. 20 Minuten später. Lasst mich noch hier hoch. Lasst mich bitte noch hier hoch. Okay. Ihr lasst mich nicht hier hoch. Ganz große Klasse. Wisst ihr was? Wir rennen als Spion rum. Mit der goldenen Maschinenpistole. Und natürlich mit unserem Water Pistol Ding. Oder wisst ihr was? Wir nehmen den Stalker rein, wenn wir es noch schaffen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Und. Ach nö, nö. Okay. Lass mich bitte in Frieden. Wasser! Marsch! Okay. Okay. Leute, bitte. Die saß er. Okay. Wir verpissen uns doch ganz schnell irgendwo hin. Nein! Kollegen! Okay. So, jetzt chillen wir erstmal hier eine Runde. Und dann würde ich sagen, Wassermarsch, ne? Alter, was ist hier los? Und ich muss ganz ehrlich sagen, die FPS sind super. Sie sind wirklich super für das Gemetzel hier. So, wir haben natürlich nur noch 305 Leben. Der reloadet gerade. Ich würde aber jetzt keinen Heavy angreifen. Wenn, dann ein Spion. Oder den da. Pass auf, der steht so wunderschön da rum. Ja, jetzt nicht mehr. Blöd. Blöde Sache. Na komm. Beruhigt euch, Leute. Genau. Genau so. Uns darf bloß keiner sehen. Und uns sehen sie jetzt. Ne, wenn wir jetzt hier auf irgendeinen drauf gehen. Sag mal, was guckt der denn immer hier runter? Hier ist niemand mehr. Nö. Nur noch ich. Okay, wisst ihr was? Ganz gechillt. Erst einmal auf gut Glück Medikit rein. Und der hat uns sicherlich gehört. Er hat uns nicht gehört. Alles klar. Dann. Achtung. Achtung. Oh Gott, ja. Da freut man sich mal wieder und da.
Und das war's. So, da sieht mich jetzt sowieso der Typ. Wie haben wir das überlebt? Oh mein Gott, ich bin gerade so angespannt. Na, sucht er uns noch? Nö, sucht er nicht. Den haben wir so richtig schön weggedingst, den Spion. So, ich denke mal, hier sind wir jetzt sicher. I got a bad feeling about this. Ah ja! Ja, wer sagt's? Alles klar. So. Wo sind denn die lieben Blauen? Ich würde mal sagen, zu Punkt B müssen wir mal gehen. Und tatsächlich kann ich das erste Mal mit Schatten anspielen und es fühlt sich wirklich richtig flüssig an. Also das hatte ich wirklich noch nie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwas ist besser geworden. Ja, da haust du ab, ne? Hahaha. Wir brauchen Feuer! Scheiße, ich habe kein Feuer drin. Ach, ist das Mist. Leute, ne? Komm, einmal die Chance, dass ich die Leute hier alle abfeuern kann. Okay. Wir bekommen aber immer hier unten nicht Kill-Assists, ne? Wow. Wow, 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 wow. Okay. Entschuldigung, dass ich hier so rumschreie. Das muss manchmal sein. Dann kommen wir mal von der anderen Seite rein. Und nutzen natürlich unsere Granatenpower. Ja. Wir müssen bloß auch noch richtig werfen können. Ja, und für sowas, ne, es war wieder 1 gegen 1, ist die Waffe nicht gedacht. Ja, und für sowas auch nicht. Okay, wie stellen wir das an? Da hinten? Ja, jetzt wenn er wieder in die Ecke springt, lade ich nach. Cool. Okay, jetzt ist er tot. Ja! Ich schreie jetzt bei jedem Kill, ja, Leute. Ja. Kann man machen. So. Wisst ihr was? Ich will die Leute zum Brennen bringen. Brandmunition rein. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde morgen früh wieder 5.45 Uhr aufstehen und joggen gehen. Ich weiß, hört sich dumm an. Und Leute? Ja, für sowas ist die Waffe schon eher gedacht. Hm, die ist für Assists gedacht, ne? So, und da unten scheint jetzt nichts mehr zu sein. Ich glaube, das sind richtig viele. Wenn ich mich nicht irre. Ja, die brennen schon alle. Seht ihr das? Wir müssen ihn bloß noch richtig treffen. Wie gesagt, ich spiele heute das erste Mal mit der Waffe. Die ist auch heute erst rausgekommen. Wir treffen immer so ein bisschen was. Und der brennt wieder dort. Seht ihr das? So. Wir gehen mal. Ich glaube, hier kommen jetzt welche rum. Müssen wir erstmal wieder unsere Water Pistol anschmeißen. So eine Umweltverschmutzung hier, das ganze Wasser. Ja, wir haben ein Regenerationsfeld gekillt. Cool. Au! Au! Okay, hier ist aber noch richtig viel los. Nein, ich hab's wieder nicht getroffen. Bin ich denn noch bei klarem Verstand? Und... Au. Och, wisst ihr. Och, Leute. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Gut, aber ganz ehrlich, für 1000 Sir-Punkte... Naja. Ja, ich glaube, die Waffe werden wir nochmal jetzt in den kommenden Videos austesten. Aber so... Ganz mein Ding ist es bis jetzt nicht. Okay, vielleicht doch. Oh nö. Oh sorry. Sorry.
Sorry, genau. Crazy, der 10 Sekunden braucht, um das Wort sorry zu schreiben. So. Was kannst du eigentlich? Ah, naja, okay. Okay. Ja, der hat es in einer Sekunde hinbekommen. NP. Nein, nein, nein. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn bekommen. Okay. Habt ihr selber gesehen, ne? Es wird dann eben lustig, wenn irgendwie jeder mit der Waffe rumrennt. So. Ne? Das ist schon mehr nach meinem Geschmack hier. Ja, brenn! Wir müssen uns jetzt wirklich, wie schon gesagt, auf Assists einstellen. Jo! Wieder ein. Schön. Diese Waffe ist eben wirklich dafür da, um zu lernen, in Deckung zu spielen. Und sich nicht selbst abzuknallen. So. Und wir haben keine Muni mehr. Noch eine Ladung. Nein! Okay, schade. Schade. Und ja, wir sind 3 Kills weitergekommen. 3 Kills, Leute. So, Medic, 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 Medic. Bitte, bitte, bitte. Borion, BR, Orion. Sehr schön. Sehr schön. Ich lächle über dich, mein Freund. So. Okay, wir brauchen Ammunition. So, und ich bin jetzt echt froh, dass endlich Sommerferien sind, ganz ehrlich. Also bei uns sind ab den 8. Juli Sommerferien. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr schon Sommerferien habt oder wann ihr habt. Ja, ich meine, in Bayern, glaube ich, fangen die erst Ende Juli an und dann hat man irgendwie bis weit in den September Ferien. Das heißt, du hast dann schon Ferien irgendwie im Herbst halt, ne? Und wohlgemerkt, Sommerferien. Das ist auch ganz lustig. Ja, das wechselt sich ja immer ab irgendwie in den Bundesländern, ne? Das steigert sich dann immer wieder bei dem einen, bei dem anderen hat man dann wieder eher Ferien. Und mein Geburtstag, 31. August, ist eben immer so eine Sache. Jetzt, also bei uns gehen die Ferien dieses Jahr bis zum 16.8. Ja, also ich habe leider nicht in den Ferien Geburtstag. Habe auch oft das Pech gehabt, nicht in den Ferien. Oh, oh, sorry Leute, nein! Das tut mir leid. Kontrolliere dein Feuer. Ja, ich hab's doch versucht. Aber Feuer breitet sich nun mal aus. Da kann ich nichts gegen machen. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Und wenn ich eben in Bayern leben würde, ja, dann hätte ich jetzt schon, glaube ich, 2-mal hintereinander Geburtstag in den Ferien gehabt. In den Sommerferien. So. Ah ja, wo renne ich hin? Wir brauchen einen Plan. Nein, das mache ich nicht. Wir hauen die Granate einfach mal dahin. Und ich glaube, so viel Pech mit Granaten wie heute hatte ich lange nicht mehr. So, seht ihr, wie viele Feinde hier sind? Nein! Das. Da, da, da. Okay. Okay, wir kommen von hinten. Doch keine gute Idee. Jetzt müssen wir hier wieder mit unserer Pistole kommen. Die hat ja im Prinzip auch die Heat-Mechanik, wie ihr hier unten sehen könnt, ne? Aber die kühlt sich nicht wieder ab. Das heißt, wenn die Waffe dann einmal vollgelaufen ist, dann ist sie so, ne? Dann ist sie leer. So, und von hier oben, Leute, habe ich jetzt so ein richtig gutes Gefühl. Achtung! Oh ja! Wir werden jetzt von hier oben so richtig hart Kills machen. Ah! Ah! Komm, Spion, stirb! Ja! Ich hab ihn, ich hab ihn. Wunder, wunderschön. Und hier oben zu stehen macht keinen Sinn. Oh, wo ist er? Boom! Boom, 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 boom! So, oh nein. Nee.
Lieber nicht. Ja, ich bin so langsam aber drin, ihr merkt, ne? Wir müssen hier oben bleiben. Schön. Seht ihr? Und die bekommen alle Angst vor dem Feuer. Die haben alle Panik. Nein, er hat uns gesehen. Oh, shit. Das bedeutet Tod. Oder doch nicht. So. Achtung, hier kommt gleich einer rum. Oder doch nicht. Okay. Wie gesagt, 1 gegen 1 gegen eine Heavy Assault, die sein Schild anmacht, keine Chance. So, und ich habe jetzt nochmal Bock, eine letzte Runde zu machen, und zwar nochmal mit dem Spion und nochmal mit der Wasserpistole, Leute. Dass ihr nochmal eine schöne Abkühlung bekommt jetzt hier in diesem Video. Aber die Temperaturen gehen ja jetzt erstmal etwas zurück. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Mit der Hitze. Ganz ehrlich, geht mir am Arsch vorbei. Und ich habe... Vorhin wollte ich ja anfangen. Ich gehe ja jetzt jeden Morgen joggen. Also, sagen wir mal, jeden zweiten Morgen. 5.45 Uhr stehe ich auch vor der Schule. Und gehe einfach joggen. Ja. Und die meisten sagen, das würde ich niemals schaffen. Ah. Aber ganz ehrlich, man fühlt sich danach einfach richtig gut. Weil du weißt, du hast was geschafft, ja. Du hast die ganze Bewegung, die du brauchst für den Tag schon weg. Bam. Ich hab's doch gesagt. Ich liebe diese Waffe. Müsst ihr auch austesten, Leute. Nice. Die hat echt irgendwas. Wir nehmen uns mal den vor. Boom. Ja, das war wohl zu kalt, nicht? So. So, unser lieber Busch. Ihr müsst euch wirklich merken, Büsche sind eure Freunde in diesem Spiel. Au, warum? Warum schießt er auf mich? Ja, jetzt bin ich nicht mehr da, Kollege. So. Ja. Lol, die kann sogar Long Range, also sagen wir mal mittlere Distanz. So. Ja. Na. So geht das nicht. Schön. Ich würde mich mal lieber darauf konzentrieren hier. Wie gesagt, wenn ich tot bin, dann ist Schluss mit der Runde. Ich bin jetzt übrigens... Ich glaube, ich bin vom 14. Juli bis... Ja, dann einfach 9 Tage im Urlaub. Das heißt, nicht wundern, wenn da mal noch mal längere Zeit keine Videos kommen. Okay, wir pirschen uns ran wie so ein Raubtier. Den habe ich so auf der Rübe... Auf die Rübe! Okay. Das war's, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, unterhalten, und ich hoffe, es hat für eine schöne Abkühlung gesorgt. Wir hören und sehen uns im nächsten Video, und damit ciao, ciao.